Hey Jagdfreunde, willkommen in Alaska. Leute, wir haben Early Access bekommen. Das sind die ersten Schritte auf der neuen Karte. Ich sehe es auch alles zum ersten Mal. Ich bin übelst gespannt und alleine das, was ich hier sehe, gefällt mir gerade schon richtig gut. Das sieht auch so aus, als ob man da richtig gute Jagdspots hat. Und ich würde auch sagen, ohne jetzt länger rumzulabern, wir ziehen los, machen die ersten Schritte und schauen, dass wir die ersten paar schönen Tiere bekommen. In unserem ersten Jagdausflug durch Alaska ziehen wir zunächst am Fluss entlang Richtung Süden. Nachdem wir uns einen ersten Eindruck von der Küstenregion verschafft haben, biegen wir ab Richtung Große Seen. Das haben sie schon mal schön gemacht hier. Richtig idyllisch. Ja, wenn man da so in die Ferne schaut, sind einige offene Flächen. Ich bin gespannt, was wir für Tiere jetzt gleich finden, was überhaupt alles für Tiere vorkommen. Ich weiß gar nicht, welche alle hier sind. Ein paar kennt man. Da läuft auf jeden Fall schon mal was. Das ist vielleicht sogar so der erste gute Ansatzpunkt, wo man sagen, da können wir mal hingehen. Wir schauen uns das mal an. Die Hirsche oder was es waren, die waren ja nicht so weit weg. Deswegen würde ich jetzt einfach mal hier direkt auf den Hochstand gehen. Ich finde die Hochstände in Way of the Hunter immer richtig, richtig gut. Ich hoffe, wir haben von da oben eine Sicht und ich bin echt gespannt, was das für Tiere sind. Sieht nach Karibu aus, oder? Ja, Barren Ground Karibu. Alter Schwede, von der Ferne sahen die aus, wie wenn die solche Schaufeln hätten, wie so ein Dammhirsch. Der hier ist, glaube ich, noch ein bisschen größer, aber wir haben direkt die ersten neun Tiere. Und das hier steht eigentlich nicht so schlecht. Also ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal. Als Waffen habe ich heute dabei die 7600er Jagdstufe 5, mit der werden wir gleich das Karibu versuchen. Falls wir einen Bison finden, habe ich auch noch die 673er mitgenommen, Jagdstufe 6, das ist so die dickste Waffe, die ich habe. Wir schauen jetzt mal, welche Stufe die Karibus sind. Es ist natürlich nicht groß, aber allein das Fell sieht schon sehr gut aus. Ich hoffe, dass es gepasst hat. Oh, da waren noch ein paar schönere dabei, der hier ist nicht schlecht. Na, geht er runter? Ich hoffe es. Wir markieren uns mal den Anschuss und schauen uns das erste Karibu gleich an. Also Anschuss sieht ordentlich aus. Mittlere Menge. Luftblasen sind drinnen. Lunge war also dabei. Jetzt müssen wir es nur noch finden. Wobei man es hier ganz gut sieht. Da hinten läuft die Spur und den Berg hoch. Da muss es irgendwo liegen. Ich habe jetzt auch gerade das Trinkgebiet gefunden. Von den Karibus kann ich euch gleich mal zeigen. Sie sind Stufe 5. Das hat also auf jeden Fall gepasst. Hier habt ihr auch nochmal die ganzen Zeiten. Vielleicht tut ihr euch dann schon ein bisschen leichter, wenn ihr auf Alaskas erste Mal spielt. Viel mehr Infos haben wir noch nicht. Jetzt schauen wir es uns mal an. Freunde, ich bin gerade dabei, die Spur noch zu verfolgen. Ich habe da hinten schon was gesehen. Alter Schwede, das muss ein Bison sein. Und die sehen richtig, richtig groß aus. Waldbison, Jungtier, ein Stern. Da stehen noch ein paar im Gebüsch. Ich weiß nicht, ob das ein Baum ist, aber da schauen wir gleich hin, ey. Da bin ich richtig gespannt drauf. Alter, was ein Viech. Hier ist es doch noch gefunden. Hat jetzt tatsächlich ein bisschen gedauert. Ich hatte nicht mehr im Kopf, wie anspruchsvoll das ist, hier so eine Blutspur zu verfolgen. Ja, ich meine, es ist nicht das Größte, aber allein das Model mit dem Fell, den Verlauf und so weiter mit dem Hell-Dunkel finde ich sehr, sehr schön. Wir schauen uns mal den Schuss an. Lungenflügel rein, jawohl, das hat gepasst. Waffe war auch in Ordnung dafür. Jetzt wird natürlich die Genetik wieder spannend. 10,17, alles klar, das war schon mal nicht schlecht. Jagdwertung 5 Sterne, gefallen mir jetzt ganz gut. Da hinten läuft, glaube ich, auch irgendwas. Sitka-Hirsche. Von denen habe ich schon mal gehört. Ich glaube, das ist so eine Unterart von den Maultierhirschen. Sind, glaube ich, ein bisschen kleiner. Auch das Geweih dürfte ein bisschen kleiner sein. Vielleicht finden wir da später auch nochmal welche, dann können wir uns die ein bisschen genauer anschauen. Aber jetzt sind erstmal die Bisons dran. Ey, auf die bin ich richtig gespannt. Weibliches Jungtier, ein Stern, ist natürlich immer gefährlich, aber ich glaube, für heute können wir das auf jeden Fall mal riskieren. Ich gehe aber noch einen Ticken näher ran. Also wir sind jetzt so auf ungefähr 160 Meter dran. Wir warten jetzt mal einen Moment, den Schuss will ich nicht versemmeln. Ich könnte mir vorstellen, wenn man den nicht ordentlich trifft, das rennt ewig weit weg. Wenn es aufgestanden ist, versuchen wir einen gezielten Schuss zu setzen. Da steht's auf. Schuss sollte eigentlich gepasst haben, sofern die Waffe reicht. Die muss aber eigentlich reichen. Da rennen noch ein paar andere weg. Ganz schön schnell die Dinger. Perfekt. Es liegt. Wir wissen, wo es liegt. Wir sparen uns die Suche. Los geht's. Schauen wir uns an. So wahnsinnig weit ist es nicht gekommen. Das Model, muss ich sagen, aus dem Trailer, ja, hier ist es besser. Im Trailer hat es so noch ein bisschen blöckisch ausgesehen, aber das Gesicht, die Augen, ich finde es nicht schlecht. Ich meine, es wackelt jetzt gerade ein bisschen komisch, aber ich finde es nicht so schlecht. Auch das Fell ist in Ordnung, das ist immer auch nicht leicht, das so umzusetzen. Wir schauen es uns an, rechter Lungenflügel rein, so wie es aussieht, auch gar nicht weiter reingegangen. Hat tatsächlich nach dem rechten Lungenflügel hier gestoppt, also eine schwächere Waffe würde ich da jetzt nicht nehmen. Vor allem, wir waren jetzt nicht so weit weg, hat aber noch gepasst. 68%, auch das ist in Ordnung. Ich hätte gedacht, sie geben vielleicht ein bisschen mehr Kohle, aber vielleicht braucht man da auch ein größeres. Auch da schauen wir gleich wieder in die Enzyklopädie rein. Waldbison, Stufe 6,
Ihr habt hier nochmal die Zeiten und auch die Informationen, was die einzelnen Altersstufen angeht. Dann habt ihr das schon mal. Aber wir ziehen gleich weiter. Ich bin echt gespannt, was noch alles auf uns wartet. Und ich weiß nicht, ob es jetzt Zufall ist, aber ich habe hier gerade eben das Bison da hinten aufgehoben. Das sind massig Tiere. Und da ist ein ganz schöner Elch. Das könnten hier wieder Karibus sein. Also hier rund ums Startergebiet, den Fluss entlang. Ich bin noch nicht wirklich weit gekommen. Kann man auf jeden Fall ganz gut jagen. Und den Elch schauen wir uns mal genauer an. Ich habe gerade ein Fressgebiet vom Elch entdeckt. Und die haben eine eigene Enzyklopädie, beziehungsweise einen eigenen Eintrag. Es gibt den normalen Elch und den Alaska-Elch. Von den Zeiten ist es aber, glaube ich, relativ ähnlich. Ja, eigentlich identisch. Wir schauen mal, ausgewachsen wird bis 860. Und der bis 635, also der Alaska-Elch muss deutlich größer sein als den, den wir bisher kennen. Der sieht gerade irgendwie durch die Büsche relativ hell oder grau aus. Ich versuche mal auf den Jägerstand zu kommen. Das wird jetzt interessant. Ich hoffe, die entdecken mich jetzt hier nicht beim Hochklettern. Da ist er ausgewachsen, 2 Sterne. Den können wir getrost erlegen. Ich glaube, das sah gerade auch nur im Licht aus, dass der so hell ist. Ich glaube, der ist einfach schon sehr alt. Hat aber eigentlich ganz schöne Schaufeln. Muss sie jetzt nur noch drehen. Ich hätte es ganz gern, dass er sich noch ein bisschen dreht zumindest, dass ich einen sauberen Treffer landen kann. Bin geneigt, es zu versuchen, weil der sich immer weiter entfernen wird. Komm, noch ein bisschen drehen. Ich glaube, da muss ich hinterhergehen, sonst wird der Schuss zu unsauber und dann muss ich den ewig suchen. Ich versuche mir hinterher zu schleichen und hoffe, dass er sich gleich nochmal dreht. Ich bin immer noch an ihm dran, aber er dreht sich einfach nicht. Er ist immer mit dem Hinternseil... Moment. Vielleicht haben wir hier die Möglichkeit. Er ist auf ungefähr 200 Meter entfernt. Wenn er hier gleich rüber geht, ich glaube, dann versuche ich es. Getroffen habe ich ihn. Ich weiß nicht, wie gut. Ich hoffe, dass er nicht so weit wegrennt. Aber er ist schon noch ganz schön schnell unterwegs. Könnte jetzt unangenehm werden. Ich werde es im Schnitt dann auf jeden Fall abkürzen. Aber ich wollte euch unbedingt diesen Elch zeigen. Ich wollte ihn auch selber sehen, weil die einfach scheinbar deutlich größer werden können. Ich hoffe, es dauert nicht zu lang. Hier ist der Anschuss. Kleine Menge Blut, klar, Tier überlebt. Ich glaube, das ist auch neu oder ich habe es einfach wirklich lange nicht mehr gespielt, dass da auch der Status steht. Ich denke, ich habe ihn zu weit hinten getroffen. Ich zeige euch den Schuss im Nachhinein auch nochmal. Schade, das ärgert mich jetzt ein bisschen, aber ansonsten wird er einfach immer weiter davongezogen. Ich hoffe, wir finden gleich nochmal einen und dann muss er sitzen. Alleine landschaftlich, ihr seht es jetzt gerade, es ist wirklich ein Traum. Wir sind da unten diesen Fluss entlang geschlichen. Da hinten sieht man jetzt, was ist es überhaupt? Ich weiß nicht, ist das Meer? Mündet das in ein Meer? Keine Ahnung. Aber es erinnert einen auf jeden Fall schon so ein bisschen an diesen Teil, diesen westlichen, südwestlichen Teil von Alaska. Und es sieht auf die Entfernung richtig, richtig gut aus. Wir gehen da weiter und wir werden mit Sicherheit noch das ein oder andere schöne Tier finden. Da vorne habe ich gerade noch was sich bewegen sehen und ich glaube, da spitzelt nochmal ein Karibu raus. Sah etwas größer aus. Sicht ist ein bisschen blöd, aber ich schaue mal, ob ich da irgendwie drankomme. Vielleicht bekomme ich noch ein bisschen größeres. Ich war wirklich vorsichtig. Ich bin ja ganz langsam durchs Gebüsch gegangen, aber es hat ausgereicht, sie zu spooken. Ich glaube, die sind erstmal weg. Ich bin jetzt nochmal ein gutes Stück weitergezogen. Da hinten ruft der nächste Elch, der nächste Alaska-Elch. Ich bin schon fast hier unten an der Küste, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber wir schauen als erstes mal, ob wir hier vielleicht doch noch ein paar schöne große Elche finden. Ich hoffe es. Sobald wir hier durch sind, müssten wir eigentlich eine ganz gute Sicht haben. Oh ja, hier sieht man zumindest die Rücken ausgewachsen. 1 Stern. Noch ein paar Weibchen. Da ist noch einer, ein Erwachsener, auch mit 1 Stern. Der sieht wieder ziemlich alt aus. Vielleicht bekommen wir auf den gleich den Schuss. Ich muss ein bisschen näher hin, sonst ist die Kuppe im Weg. Noch sind sie relativ entspannt. Sind noch ruhig. Stehen beide eigentlich schön im Profil zu uns. Noch ein bisschen beruhigen. So, der muss eigentlich gepasst haben auf die Entfernung. Schön von der Seite in die Lunge. Wenn der nicht fällt, dann weiß ich es auch nicht. Ist zwar klar, wird aber fallen. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich da doch noch irgendeine andere Waffe nehmen. Der Schuss, hätte ich gesagt, war eigentlich in Ordnung. Jetzt heißt es mal wieder suchen. Er ist eigentlich gar nicht so weit gekommen. Wir können uns ihn mal anschauen. Ich habe die anderen, die normalen Elche, noch nicht so viel gejagt. Sein Bein sieht eher ungesund aus. Ich kann deswegen gar nicht beurteilen, ob der jetzt viel größer ist als die Elche, die man schon kennt. Schuss war linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel, Hauptschlagader auch noch. Wundert mich, dass es da nur eine kleine Menge war. Aber hat auf jeden Fall gepasst, hätte ich mal gesagt. 32% ist auch in Ordnung. 5 Sterne. Und der gibt jetzt richtig viel Geld. Also das sind schon große Brocken. Sehr schön, haben wir den auch mal gesehen. Und jetzt sind wir hier wirklich unten an der Küste angekommen. Und es sieht wirklich schon richtig, richtig schön aus irgendwie. Die Stimmung ist echt cool. Hier geht noch eine Brücke drüber. Eigentlich ein schöner Moment, mal ein Foto zu machen.
Und wir sehen jetzt auch zum ersten Mal den weiblichen Charakter. Ich glaube, der ist auch neu. Finde ich gut. An der Küste habe ich jetzt keine Tiere mehr unmittelbar gesehen, aber ich finde, der See sieht hier noch sehr vielversprechend aus. Auch das Gebiet hier. Ich werde da mal bergauf wandern und wir sehen uns dann gleich wieder mit einer hoffentlich richtig, richtig schönen Aussicht und richtig, richtig schönen Tieren. Wow. Ich wollte gerade loslegen und sagen, wir sind oben angekommen. Da fliegt mir fast eine Ente ins Gesicht. Aber hier ist nochmal die Aussicht. Ein richtig kranker See. Ich hoffe, dass da unten ein paar Tiere sind. Da sind auf jeden Fall nochmal ein paar Elche. Enten gibt es hier scheinbar sehr gut. Wir schauen mal noch ein bisschen rum. An mir vorbei zieht hier gerade so ein richtiger Schwarm Enten. Das ist richtig cool von der Stimmung. Ich habe leider keine richtige Waffe dafür. Und ich will sie jetzt ungern mit dieser schießen. Aber das sieht hier nach einem sehr, sehr guten Entenspot aus. Und es sieht auch wirklich sehr schön aus. Rechts von mir der zweite See. Links von mir, schöne Karibus hier direkt am Hang. Ist wieder ein Jungtier, wieder nur ein Stern, aber wir können uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Sollte gepasst haben, der wäre jetzt gleich hinterm Busch verschwunden. Aber ich denke, der ist gleich down. Hier liegt unser zweites Karibu. Relativ ähnlich, hätte ich gesagt, zu dem ersten. Schuss, ja, war in Ordnung. Aber ist auch ziemlich unsymmetrisch. Also das erinnert ein bisschen an Call of the Wild. Da sind die auch immer extrem unsymmetrisch. 63%. Alles gut. Ich habe mir anschließend die Gegend da unten noch ein bisschen angeschaut und bin dann aber zurück in die Lodge, um mich neu auszustatten. Unbedingt ausprobieren wollte ich auf jeden Fall die neue Armbrust. Und auch die Brillenenden haben mich ziemlich interessiert. Mit der neuen Ausstattung ging es nochmal komplett in den Süden. Denn das Gebiet da unten sah ziemlich vielversprechend aus. Wir sind wieder unten an der Küste. Ich hoffe, wir finden hier ein paar schöne Enten. Am besten die Brillenenten. Und wir werden die Armbrust gleich hoffentlich noch zum Einsatz bringen. Also das sieht hier schon verdammt cool aus. Wie hier die Brücke drüber geht. Wie man hier so reinschauen kann. Richtig, richtig stark. Wenn da jetzt auch noch Tiere kommen, dann ist wirklich Paradies. Da kommen schon ein paar erste Enten. Sehr, sehr schön. Ich habe es fast befürchtet, aber das ist jetzt hier das nächste Gebiet. Da braucht man erst die Jagderlaubnis. Trotzdem, es war es auf jeden Fall wert, hier schon mal herzukommen und sich dieses Fleckchen anzuschauen. Extrem cool gemacht. Da freut man sich richtig, hier weiterzuziehen und das nächste Gebiet zu erkunden. Ich werde jetzt trotzdem nochmal schauen, dass wir noch ein paar Tiere erwischen, um Armbrust und Enten uns genauer anzuschauen. Ich habe nochmal Karibus entdeckt. Da oben stehen sie. Ich hoffe, die sind nah genug, dass ich die jetzt rancallen kann. Mit dem sollte es eigentlich funktionieren. Wir schauen mal, ob da eins kommt. Also es sieht tatsächlich so aus, als ob eins runterkommt. Ist jetzt natürlich kein großes, aber für die Armbrust auf jeden Fall ausreichend. Sollte aber schon noch ein bisschen näher kommen. Kommt jetzt immer näher. Ich denke, so langsam könnte man es in der Theorie versuchen. Ich habe natürlich noch nie mit der Armbrust geschossen. Ich weiß auch nicht, wie der Wind da einen Einfluss drauf hat. Nullung geht auf jeden Fall, aber ich würde noch ein bisschen warten wollen. 30 Meter... Das gefällt mir schon besser. Also je nachdem, wie weit der Pfeil da reingeht, war er, glaube ich, nicht so verkehrt. Aber ich weiß natürlich nicht, ob es von der Penetration her reicht. Aber auch wie er hier nachlädt, das wird ziemlich cool. Es sieht aber nicht so aus, als ob das jetzt schnell fallen sollte. Wir schauen uns mal den Anschluss an. Tier wird langsam schwächer, ist möglicherweise weiter entfernt. Also es hat wohl noch gereicht, ist aber tatsächlich nicht so weit reingegangen, wie ich jetzt erwartet hätte. Wird jetzt spannend, wenn wir uns den Schuss gleich anschauen. Hier liegt unser Karibu-Pfeil. Ja, da bin ich jetzt echt richtig gespannt. Also alleine der Schuss und wie der Pfeil reingegangen ist und auch die Animation jetzt haben sie wieder sehr, sehr gut gemacht. Also so verkehrt war er nicht, aber wahrscheinlich sollte man trotzdem schauen, dass man entweder das Herz trifft, was mit der Armbrust nicht so einfach sein dürfte, oder dann einfach breit in eine Doppellunge rein, dann sollte das auch deutlich schneller gehen. Ist eine schöne Herausforderung, Karibu hat auch gepasst. Schon ziemlich cool gemacht hier. Also ich habe jetzt nochmal echt lange rumgesucht, bin hier nochmal an den Ausläufer runter, weil ich dachte, hier ist Entenparadies, aber außer... Im Flugzeug habe ich nichts gefunden, das schauen wir uns gleich noch an. Brillenente war leider wirklich nur die eine dabei, die mir fast ins Gesicht geflogen ist. Aber es ist landschaftlich eine wirklich schöne Karte. Es macht extrem Bock, hier loszuziehen. Ein paar der neuen Tiere haben wir heute auch schon gesehen, aber noch nicht alle. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und bringt euch ein bisschen was, wenn es darum geht, ob ihr euch die neue Karte holen wollt. Ist kein zweiter Flight Simulator, schade.
Auf den ersten Blick wirklich eine schöne Karte. Ich bin extrem gespannt, wie es oben aussieht im Gebirge. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.